Guten Morgen aus Kroatien. Nach dem Aufstehen wird als erstes mal das Wetter gecheckt. Das ist sehr, sehr gut. Deshalb ganz, ganz schnell ab zum Frühstück. Wir haben hier im Zimmer so eine Wand, wo die Kinder eigentlich so Muster machen können. Schatzi. Ja, hier können sie spielen oder streiten. Du bist der Lauser. Beach Outfit of the Day. Bikini habe ich schon an. So, wir sind am Strand. Eincremen auf keinen Fall vergessen. Der Ben nimmt das total ernst. Der cremt sogar die Luftmatratze ein. Und hier sind so große Steine, da empfiehlt es sich immer noch Badeschuhe mitzunehmen. Schau mal her. Fächer pur. Hier werden Steine geschmissen. Und der Papa chillt auf dem Mojito. Der Ben macht seinen Mittagsschlaf am Strand. Und ich bin am Lesen. Ich verlinke euch das Buch mal. Das haben mir mehrere empfohlen und ich finde es eigentlich ganz spannend. Also es sind jetzt keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse dabei, aber doch ganz gut, um sich einige Dinge wieder in Erinnerung zu rufen. So lässt es sich leben. Ja, es ist so heiß. Es zeigt zwar nur 30 Grad an, aber es kommt einem viel heißer vor. Kai hat das vom Kinderclub mitgenommen und ja, auf Instagram haben schon einige gefragt, ob es deutsche Kinderbetreuung gibt. Ja, die sprechen mehrere Sprachen, Italienisch, Slowenisch, Kroatisch, Russisch, Deutsch, ja, richtige Sprachentalente. Ja, bei Stupfen kennen sie die. Tristana! Wir essen heute mal am Strand. Da gibt es nämlich eben quasi ein Restaurant und WC und man kann was trinken gehen und Spielplatz. Gell? Aha. Kai hat eine Mission. Andere Richtung jagen. Mal schau, da kannst du auf den Stein malen. Also, ich muss das kosten. Kann ich mal suchen? Kann ich mal suchen? Warte mal. Kann ich mal suchen? Kann ich mal suchen?
gut, heiß. Ja, ja. So süß, der Kai hat eine kleine Freundin gefunden. Und zwar, welche Freundin sucht er sich aus? Eine Engländerin. Und die Mama hat auch gesagt, dass er voll gut Englisch spricht. Und das ist echt so. Ich habe eine Freundin, die mit ihm Englisch redet. Und ich habe mit ihm sehr viel Englisch gesprochen. Und auch so Fernsehsendungen hat er auf Englisch geschaut. Zahlt sich anscheinend wirklich aus. Ben! Ben liebt es zu schwimmen. Das ist echt so eine kleine Wasserratte. Wir chillen mal hier. Und da hinten ist das Meer. Vom Pool frisch geduscht zurück im Zimmer. Also ich habe hier frisch geduscht und ich denke mir gerade, warum mag ich die Dusche so? Na ganz klar, es ist komplett die gleiche Brause, wie wir zu Hause haben, habe ich gerade festgestellt. Da fühlt man sich natürlich gleich wohl. Die Kinder spielen noch ein wenig und dann geht's zum Abendessen. Das ist mein Kumpel, ist der mein Kumpel? Ha, bibi, ja! Ha, bibi, ja! Fangen, spielen im Hotelzimmer. Hier kann man im Kreis laufen, das ist besonders lustig. So, ich habe mich ein wenig hergerichtet, ein wenig aufgemotzt und die Kinder spielen. Wir gehen jetzt Abendessen. Das ist kein Trampolin, das ist ein Bett. Ja, ich spring das. Das ist ein Bett. Hier war Kim Chocolate. Was hast du? Kim Chocolate. Wow. Ben, komm her. Ja, du machst es. Aufpassen, langsam. Gut. So ist das, wenn der Mann 1,94 Meter groß ist und man selbst nur 1,69 Meter, gell?
Zwei Stück für 50. Zwei Stück für 50. Kai möchte sich alles ganz genau anschauen, was es da so gibt und natürlich auch alles angreifen. Lass das bitte besser. Tu mal nicht alles angreifen, okay? Tu mal nur schauen. Aber kann ich das haben? Nein, tu mal es nur, tu mal es wieder. Das wollte ich auch immer haben. Ah, das wollte ich da immer haben. Tu das zurück, schau, da gibt es auch so Squishies. Siehst du? Aber kann ich das haben? Das Schulkind ist das. Es gibt auf jeden Fall ganz viel zu sehen. Hier gibt es ganz viele süße kleine Gassen und Boutiquen. Vorspeise, Lachs, dieser Gemüse-Mayonnaise-Salat ist so gut, Thunfischaufstrich und so ein Salat mit Schafskäse. Yummy! Nein! Na, das kann halt ganz gut essen. Ja, da nochmal. Super! Magst du gern Muscheln? Ja, ja. Ich freue mich, dass ihr bis am Ende dabei wart und falls euch Birdie TV interessiert, dann abonniert gerne, da freue ich mich, da gibt es immer Vlogs, sonst habe ich noch einen Mama-Kanal und einen Beauty- und Lifestyle-Kanal, Anna Birdie und Mama Birdie und auf Instagram bin ich sowieso immer aktiv. Also herzlichen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!